Ich zeige Ihnen jetzt eine super praktische Funktion, nämlich die E-Mail-Planen-Funktion. Manchmal möchte man Nachrichten, E-Mails nicht in dem Moment schicken, wo man es gerade dann denkt, ja, sondern erst irgendwann in der Zukunft. Wie zum Beispiel, wenn der Kunde zu mir sagt, rufen Sie mich in ein paar Monaten wieder an, rufen Sie mich im Januar wieder an. Ja? Mit dem bin ich seit 1494 Tagen da drinnen in der Phase. Ja? Was mache ich dann? Ich gehe auf E-Mail, habe da natürlich eine Vorlage drinnen, die heißt wieder melden. Ja? Frage ich, geht es jetzt weiter? Ja, Sie haben gesagt, dass ich mich jetzt wieder melden soll. Jetzt ist aber erst im Januar des nächsten Jahres. Deswegen klicke ich nicht da auf Senden, sondern da hier auf das da, auf diesen kleinen Pfeil, wird später gesendet. Falls Sie den noch gesehen haben, super praktisch. Benutze den für das Datum. Ich gehe da rein in den Januar. Ja, die erste Woche lassen wir frei, da sind wir alle auf dem Urlaub. Dann ist, ja. Am 8. schicke ich das. Und zwar eine Uhrzeit zu den guten Telefonierzeiten, nicht in der Früh, sondern um 11. Ja, E-Mail planen. Und schon ist es da hier im Fokus bei den geplanten. Ja. Natürlich erstelle ich mir da jetzt noch eine Folgeaktivität dazu. Die heißt, also Aufgabe, hat er sich zurückgemeldet? Ja. Hat er sich zurückgemeldet? Ja. Sie wissen, was ich meine. Und das setze ich mir jetzt, jetzt muss ich in der Zukunft denken, ja, ich schicke das Mail da hier am 7.8. herum, eine Woche später gebe ich ihm Zeit, hat er sich zurückgemeldet und speichere mir das ab. Ja. E-Mail-Planen-Funktion. Noch einen genialen Anwendungsfall zeige ich Ihnen. Schauen Sie mal. Ich habe da hier an den Bernd Auer ein Mail geschrieben. Ja, ich brauche dringend seine Hilfe. Aber von Bernd kommt jetzt ein Mail zurück. Er ist auf Urlaub. Ja, und er liest seine Mails im Urlaub nicht und antwortet nicht einmal nach seinem Urlaub. Ja, weil der hat so viele Mails die ganze Zeit, dass er nicht auch nach dem Urlaub nicht sofort melden kann. Was mache ich als schlauer Mensch? Wir können uns raten. Ich drücke da Weiterleiten. Ich möchte dieses Mail weiterleiten an den Bernd Auer. Ja. Das ist der da. Und damit ich ganz oben auf seiner Liste bin, ja, drücke ich da auf Senden planen, wird später gesendet. Habe gesehen in seinem Out-of-Office-Reply, dass er jetzt 14 Tage auf Urlaub ist. Da kommt er wieder zurück. Einen Tag lassen wir Zeit. Ja, Uhrzeit noch dazu, E-Mail planen. So einfach ist es.